Nur weil ich ein bisschen Gras geraucht habe, fuck, läuft das jetzt etwa so bei uns? Quatsch, ich hab nicht gepeppt. Ich wusste, dass ich dir nicht vertrauen kann. Ich hab nichts gesagt. Und wovon redet sie dann? Moment mal, hast du mit Gia Drogen genommen? Nein! Was? Ich hab nichts gesagt. Wer weiß sie dann davon? Wovon redet sie? Gia, du wusstest davon. Du wusstest, dass sie Drogen nimmt. Das stimmt so nicht. Ja gut, wenn du ein bisschen Grasrauchen gegen meine Panikattacken als Drogen nehmen bezeichnest, dann ja, klar, sicher, dann hab ich halt scheiß Drogen genommen. Lasst mich doch alle in Ruhe. Du wusstest davon. Hier werden keine Türen geknallt. Mom, bitte sag ihr, dass ich nichts gesagt habe. Jetzt komm mal runter, es ist nur Gras. Ich rede aber nicht von Gras, Rue. Ich rede von Pillen. Was? Ich meine Opiate. Ich nehme keine Opiate, Mom. Seit wann nimmst du Pillen? Tu ich nicht. Gia. Ich nehme keine Pillen. Ich hab doch gesagt, Gia. Ich finde das eine blöde Idee, Gia, bitte. Lass mich das klären. Geh in dein Zimmer. Fuck. Ja, fuck. Wenn du einen Drogentest mit mir machen willst, dann mach. Nein, das habe ich nicht vor. Okay, was denn sonst? Willst du mir einfach irgendeinen Scheiß vorwerfen? Ich werfe dir nichts vor, mein Schatz, ja, aber wenn ich du so weiß... sicher bist, dann los. Na komm, los, machen wir einen fucking Drogentest. Das muss ich nicht. Jules hat mir alles erzählt. Scheiße, was hast du gemacht? Schätzchen, bitte. Was hast du getan, Mom? Hör mir zu, ja? Fuck. Was hast du mit dem Koffer gemacht? Alles wird wieder gut. Mein Schatz, alles wird gut. Nein, wird das eben nicht. Nein, nein. Fuck! Das war nicht meiner! Wessen dann? Fuck. Hä? Okay, pass auf. Pass auf, wir können ins Krankenhaus fahren, okay? Ich gehe in kein fucking Krankenhaus. Weh, du... Mom. Hör zu. Du kannst wieder einen Entzug machen, Schätzchen. Alles gut. Das fucking Krankenhaus an. Wenn du das machst, haben wir beide ein großes Problem. Rue, du bist völlig außer dir. Leg das scheiß Telefon weg! Wo sind sie? Wo hast du meine Pillen versteckt? Wo hast du die weggetan? Geh aus dem Weg! Mom! Ich ruf die Polizei! Nein, das kannst du nicht bringen, du... Du wirst mich nicht in meinem eigenen beschissenen Haus, was ich will! Ich hab dich großgezogen. Das hab ich, okay? Und du wirst mir keine Angst machen. Du bist kein guter Mensch, Rue. Findest du das witzig? Wirklich? Darauf bist du stolz? Schade, was, Mom? Dass Dad tot ist. Dann musst du nicht zugeben, was für eine beschissene Mutter du bist. Oh, die arme Leslie. Ihre Tochter ist ein Junkie, aber naja, ihr Vater ist ja gestorben. Hörst du das, Gia? Hast du das gehört? Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen, aber du musst wahrscheinlich mindestens Neurochirurgin werden oder vielleicht Astronautin. Denn wenn nicht, hat man doppelt verkackt und das bedeutet, dass es vielleicht doch ihre verdammte Schuld ist. Ja, das bedeutet dann, dass sie richtig Scheiße gebaut hat. Okay, das reicht jetzt. Mama, ehrlich jetzt. Es reicht. Fass mich ja nicht an. Wehe. Willst du mich schlagen? Halt endlich die Schnauze! Du spinnst doch! Lass mich sofort los! Lass sie in Ruhe, verdammt! Raus hier! Raus hier, verdammt nochmal! Los! Raus jetzt!